Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich bin froh, dass ich wieder so richtig gut lachen kann heute Abend, denn mein Tag heute hat um 8 Uhr mit einer fast anderthalbstündigen Session beim Zahnarzt begonnen. Auch wenn ich eine wunderbare Zahnärztin habe. Hallo, liebe Gabriele, schön, dass du dabei bist. Die wirklich ja, auf eine andere Art und Weise arbeitet. Hallo, liebe Monika. Wo ich sogar, lieber Jürgen, na schön, wie ihr heute alle hier aktiv seid. was wollte ich sagen? Beim Zahnarzt von heute Morgen war ich, ja, wo ich dann sogar im Behandlungszimmer gefragt wurde, ob ich noch eine kuschelige Wolldecke haben will, falls mir kalt wird, damit ich noch einen weiteren Wohlfühleffekt habe. Also die Zahnarztpraxis, in der ich da bin, oder die Zahnärztin, da hat man wirklich mehr das Gefühl, man ist in einem Beauty-Salon als beim Zahnarzt. Aber wenn dann drei Spritzen notwendig sind und hier alles taub ist, da kann dann die Zahnärztin auch nichts mehr dran ändern. Und ja, so war eben so mein Vormittag bis heute Mittag, bis fast in den Nachmittag noch hinein, wo ich im Grunde genommen ja kaum sprechen konnte, weil ja alles eben taub war und ja, okay. Aber was mich heute Mittag wieder alles hat vergessen lassen, hallo liebe Franziska, was mich heute Mittag wirklich alles nochmal hat vergessen lassen von heute Morgen und was so mein Herz berührt hat, wie schnell es wirklich möglich ist, Veränderungen herbeizuführen. Und deshalb habe ich eben auch so die Überschrift hier gewählt, warum du nicht in Lichtgeschwindigkeit deinen Seelenplan entdecken und deinen Seelenberuf daraus kreieren kannst. Du kannst dir das so vorstellen wie so eine Zwiebel. Der Kern, das ist dein Seelenplan, das ist das, was dich einzigartig macht und was dich ausmacht. Und dann geht mal eine Schale, also grundsätzlich ist der allererste Schritt überhaupt, dich mal dazu entscheiden, wirklich zu 100% zu sagen, ich will jetzt mein Ding machen, ich will jetzt endlich wissen, warum ich hier bin auf der Erde. Ich will jetzt herausfinden, ja, was ich mir mal vorgestellt habe, als ich mich dazu entschieden habe, hier zu inkarnieren, um es mal spirituell auszudrücken, als du dir deine Familie ausgesucht hast und aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt bist, um es mal so auszudrücken. Und da hattest du diesen Plan ja noch dabei. Du konntest dich ja auch daran erinnern, weil als kleine Kinder, wir sind ja morgens aus dem Bett gehüpft mit großen Augen. Was kann ich heute alles kreieren? Was kann ich heute alles entdecken? Was ist heute alles möglich für mich? Und ja, da ist ja dann die gut gemeinte Erziehung und dazwischen gekommen. Und das hat uns dann eben vergessen lassen. Und so kannst du dir da vorstellen, ich nenne es auf der einen Seite gerne Schleier, aber ein anderes Beispiel dafür ist, dass dein Kern in dir verborgen ist und da drumherum einfach ganz viele Schalen sind, wie bei einer Zwiebel. Und um an den Kern ranzukommen, da darfst du dann wirklich irgendwann mal die Entscheidung treffen, ich begib mich jetzt auf den Weg und entdecke mein wahres Selbst, mein wahres Potenzial, meine Kreativität und beginne die zu leben. Und da gibt es einfach Menschen, die sich dazu wirklich entscheiden und committen. Und da hatte ich heute Mittag ein wunderbares Gespräch mit einer Frau, wo es wirklich um so ein Missbrauchsthema ging und ich im Nachhinein gedacht habe, Mensch, das haben wir jetzt in 20, 30 Minuten gelöst und mit so einem heftigen Thema gehen andere jahrelang zum Therapeuten und haben es letzten Endes doch immer noch nicht gelöst. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite hatte ich auch ein Gespräch mit einer Dame, wo der Körper wirklich auch schon ganz, ganz heftige gesundheitliche Themen geschickt hat in Form von, hallo liebe Kerstin, in Form von Schwindel, wo jetzt dann auch eine Diagnose beim Arzt gestellt wurde, mit den Ohren irgendwas, wo sie jetzt in die Klinik geht. Hallo liebe Katharina. Und
wir dann einfach auch drüber gesprochen haben. Und als ich sie gefragt habe, sag mal, kann es denn sein, dass dein Körper dir diese Signale über deine Seele schickt, wo schwindelst du dir schon dein Leben lang bislang etwas vor? Und da war im Moment mal Stille. Und da sagte sie, ja, das stimmt, ich schwindel mir eigentlich mein ganzes Leben lang schon etwas vor und habe immer noch nicht den Mut, wirklich herauszufinden, was genau mein Ding ist, was mein Weg ist. Und diese Entscheidung, wirklich dafür zu gehen, deinen Seelenplan zu entdecken, dein Ding zu machen, deinen Herzensweg zu finden, diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Den Kern in dir zu entdecken, die Zwiebelschalen zu lösen. Und das sind Dinge, das geht nun mal nicht. Schau mal, wenn du jetzt Beispiel in meinem Alter bist, also schon etwas lebenserfahrener, schon die 50 weit überschritten hast und schon bald die 6 vorne steht, schau mal, wie viele Jahre du dann schon in alten Mustern und Prägungen einfach gelebt hast. Also diesen Zauberstab auf Fingerschnipp was zu verändern, den habe ich auch noch nicht. Vielleicht kriege ich den irgendwann noch in diesem Leben, keine Ahnung, aber den habe ich nun mal auch nicht. Und so begeben wir uns auf den Weg und entdecken so ein Ding nach dem anderen und tragen eine Schale nach der anderen ab. Und sind dann manchmal auf dem Weg dahin zum eigenen Kern überrascht, was da auf dem Weg dann plötzlich noch an Themen aufpoppen, an die wir so gar nicht gedacht haben und wo wir auch gedacht haben, da komme ich jetzt überhaupt nicht ran oder das ist überhaupt kein Thema oder keine Ahnung. Ich weiß das nur zu gut auch von mir, wo ich manchmal in Coachings, in denen ich ja drin bin, denke, was kommt denn da jetzt für ein Thema auf, wo. Ja, was mir überhaupt nicht bewusst war, deshalb unterscheide ich auch immer gerne zwischen Unterbewusstsein, das ist eine Etage, und Dingen, die im Unbewussten, also noch eine Etage tiefer verborgen sind. Wirklich im See des Unbewussten, wo man so selbst überhaupt nicht drankommt, wo man allenfalls drankommt mit einer Anleitung von Impulsen von außen, weil ein Außenstehender kann dir immer andere Impulse geben als du selbst. Und so auf diesem Weg dahin, deinen wahren Kern zu entdecken, deinen Seelenplan, um nochmal dieses Wort zu nutzen, da kommen einfach auch Zwiebelschalen schon mal zum Vorschein, wo du im Vorfeld gar nicht dran gedacht hast, dass es die gibt. Und wie wertvoll und unbezahlbar ist es dann denn eben auch, wenn du die auch lösen kannst und wie schnell die zu lösen dann sind. Zum Beispiel, wenn du eben dann auch eine Hilfestellung von außen hast. Das ist ja eigentlich unbezahlbar, weil das befreit dich ja Stück für Stück und setzt dein wahres Potenzial frei, sodass du wirklich befreit leben kannst. Holistisch befreit leben. Meine Gruppe hier, die hieß ja früher auch mal holistisch und befreit leben, aber das hat es nicht so auf den Punkt gebracht, wie entdecke deinen Seelenplan. Das bringt es schneller auf den Punkt, deshalb habe ich diese Gruppe auch mal umbenannt. Und wie wertvoll ist das eben? Und ich habe mit dieser Dame heute Mittag, wo es einfach um Schwindel und solche Dinge ging und die jetzt auch ins Krankenhaus geht, weil da einfach eine Diagnose auch gestellt wurde, haben wir auch darüber gesprochen, bevor der Körper Signale schickt in Form von organischen Dingen. Und das heißt auch nicht, dass man medizinische Hilfe, das ist ein Segen, das ist die Feuerwehr, in Anspruch nehmen sollte. Das möchte ich damit um Gottes Willen nicht sagen, aber ich sehe das mehr so als Feuerwehr, weil damit wird auch letzten Endes das Symptom unterdrückt, aber nicht die Ursache behoben. Jede körperliche Disharmonie, körperliche Krankheitssymptom, nennt es Disharmonie oder Krankheitssymptom, entsteht ja erstmal auf der geistigen Ebene, bevor dein Körper dir da Reaktionen zeigt. Hey, du bist auf dem Holzweg unterwegs, das haben wir ja aber nie gelernt, das mal so wahrzunehmen.
Und wir verhalten uns da so, weil wir es ja auch nie anders gelernt haben. Beispiel, du bist mit dem Auto unterwegs und deine Ölkontrollleuchte, die zeigt irgendwann rot. Rotes Licht, mit dem Motor stimmt irgendetwas nicht. Als wenn wir da ein Pflaster draufkleben aufs Armaturenbrett, dass wir das rote Licht nicht mehr sehen. Und weiterfahren einfach. So verhalten wir uns im Grunde genommen mit unserem Körper, wenn da körperliche Signale schon sind und ich bekämpfe das mit irgendetwas, aber komme nicht wirklich an die Ursache ran. Das waren immer so die Dinge, die früher in meinem früheren Leben, als ich auch ganz viel mit körperlichen Symptomen zu kämpfen hatte, der unterschiedlichsten Art und Weise, und Ärzte mir auch gesagt haben, Medikamente verschrieben haben, nimm das, nimm dies und jenes, ohne da jetzt ins Detail drauf einzugehen, habe ich immer für mich gedacht, hey, ich will eigentlich jetzt keine Tablette hier reinstopfen. In mir war, ohne dass ich damals das Wissen hatte, aber so eine Stimme in mir, damit ist die Ursache nicht behoben. Ich wollte einfach immer an die Ursache ran. Ich wollte einfach wissen, warum ich ständig Magenschmerzen habe. Ich wollte wissen, warum ich Neurodermitis habe. Ich wollte wissen, warum ich ständig von der Hexe geschossen wurde. Warum ich Rückenschmerzen habe. Warum Schulter-Nacken-Syndrom da ist. Und. Warum ich Augenschmerzen habe. Also, ich könnte hier jetzt eine halbe Stunde Palette dir aufzählen, was für unterschiedliche Signale mein Körper mir geschickt hatte. Und so lange war ich einfach auch auf dem Holzweg unterwegs, weil ich tagsüber Dinge gemacht habe, einen Job nachgegangen bin und auch sonst auch im privaten Bereich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine besondere Gabe von uns Frauen. Wir sind oft so dazu geneigt, Ja zu sagen, wenn wir auch Nein meinen, weil wir es immer anderen erst recht machen wollen und uns dann immer an die letzte Stelle setzen. Also erst kommt noch das, dann das, dann das, dann das. Und wenn ich dann Zeit habe, dann kümmere ich um mich. Kümmere ich mich um mich. Aber dann bleibt letzten Endes keine Zeit. Und dann bleiben wir selbst auf der Strecke. Und wem ist dann letzten Endes gedient? Weder uns selbst, weder dir selbst, geschweige denn dem Umfeld. Also, mit anderen Worten, unsere Seele kommuniziert über die leise Sprache von Gefühlen mit uns und schickt uns immer Botschaften. Und beginn mal mehr wieder dieser leisen Sprache deiner Seele zu vertrauen und die Botschaften, die deine Seele dir in Form von Gefühlen schickt, auch wenn du, genauso wie ich das ja früher auch, Meister darin geworden sind, Gefühle zu unterdrücken und sie nicht wahrzunehmen. Beginn mal wieder mehr deine Gefühle wahrzunehmen und die Botschaften, die deine Seele dir da schickt, zu entschlüsseln, zu erkennen, um dann eben, ja, immer mehr Zwiebelschalen da aufzulösen, in die Heilung zu bringen und so deinem Seelenplan eben rascher näher zu kommen, statt das Leben an dir vorbeirauschen zu lassen, weil das war auch ein Thema heute Mittag, was ich mit der Dame hatte, die war schon im weit fortgeschrittenen Alter, also schon sehr, 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 sehr lebenserfahren. Und ich war einfach erstaunt, wie lange sie sich auch schon mit diesem Schwindel und diesen Schwindelgefühlen da plagt. Und ich habe dann auch gesagt, also so bin ich immer mit umgegangen. Zum einen, das jetzige Leben im jetzigen Körper, das ist das Einzige, was wir jetzt haben. Das Leben im jetzigen Körper gibt es kein zweites Mal. Unsere Seele, diese Energie, die den jetzigen Körper belebt, die mag viele frühere Leben gehabt haben, was jetzt auch zum Teil wir mitgebracht haben. Da sind wir nochmal bei der unbewussten Ebene, die es jetzt in die Heilung zu bringen gilt. Aber die mag auch noch viele weitere Leben haben. Und ich habe mir immer gesagt, im nächsten Leben weiß ich ja nicht, auf welcher Bewusstseinsebene, mal so im Hinblick auf die Zeitqualität, in der wir uns jetzt alle befinden. Es ist ja da eine enorme Anhebung da
von der Zeitqualität, vom Bewusstwerden, vom Erwachen, um es mal so auszudrücken, weiß ich ja nicht, auf welcher Bewusstseinsebene ich im nächsten Leben stehe, wir alle, und auf welche Art und Weise wir uns an frühere Leben, an das jetzige Leben zum Beispiel erinnern können. Die Mittel, die wir jetzt haben, sind Rückführungen und solche Dinge. Aber vielleicht können wir uns im nächsten Leben auf eine ganz andere Art und Weise auf das jetzige Leben erinnern. Weiß man ja nicht. Und dann finde ich es für mich, und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben, doch geschickter und klüger, das Leben jetzt wirklich so zu leben, wie es meinem Seelenplan entspricht, die Dinge, die angeschaut werden wollen, in die Heilung zu bringen und daraus auch den Seelenberuf zu kreieren, weil wir leben nun mal in einer Welt voller Herausforderungen. Und da kommt nochmal den Satz, den ich so liebe, den du bestimmt schon zigmal von mir gehört hast. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und da zum Problemlöser zu werden für andere Menschen, da kommt uns unser Helfersyndrom nochmal zugute. Weil wir wollen doch einen Beitrag leisten für andere, wir wollen doch andere Menschen helfen. Nur wir haben nicht gelernt, mit unserem Ding, mit unserem Potenzial, mit unserer Kreativität, daraus den Seelenberuf zu kreieren und daraus eben auch unser Business zu gestalten, unseren Beruf zu gestalten. Wir sprechen zwar von Beruf, und da steckt das Wort Ruf ja auch drin, dem Ruf der Seele zu folgen. Aber wir haben gelernt, Schulabschluss machen, Ausbildung oder Abitur zu machen, Studium zu machen, um irgendwas in der Hand zu haben. Man hat uns nicht beigebracht, folge deinem Herzen zu 100%, mach das, was dir wirklich am Herzen liegt, und dann kannst du dir ein wunderbares, erfolgreiches Leben gestalten. Das ist meine Intention in der Richtung, viele Menschen wachzurütteln, wie auch dich, deshalb bist du ja auch hier in der Gruppe, um dir dabei zu helfen, damit wir in der Richtung auch die nachfolgenden Generationen inspirieren können, dass sie aufhören, sich zu verbiegen und tagsüber Dinge zu machen, die nicht wirklich ihrem Herzen entsprechen. Weil dann sind wir nochmal bei dem Thema, wenn tagsüber jeder von uns wirklich das macht, was ihm am Herzen liegt, dann ist jeder von uns mit sich selbst im Frieden und im Einklang. Dann haben wir auch letzten Endes das erreicht, was wir alle doch wollen. Den Frieden, auch den Weltfrieden, der beginnt immer hier bei einem selbst. Und allein das mag doch vielleicht auch ein Motivator, ein Ansporn für dich sein, wirklich deinem Herzen zu folgen und dein eigenes Ding zu machen, deine Großartigkeit zu entdecken, deine Großartigkeit als wirklich unendlich großes Wesen im Grunde genommen, das du bist. Okay? Das war mein Wort zum Abschluss des Tages heute, dich dazu inspirieren und dich daran zu erinnern, was für eine wunderbare Persönlichkeit du bist, wie viel Potenzial in dir ist. Und ja, eine Zwiebelschale nach der anderen zu lösen, um an deinen wahren göttlichen Kern ohne religiöse Behaftung zu kommen und dein Ding zu machen. Und lausch da hier mal wieder verstärkt auf die Botschaften deiner Seele, auf die Gefühle, die sie dir schickt, diese leise Sprache, und begib dich da auf deinen Weg. Entdecke da deine Kreativität, deine Einzigartigkeit und lass nicht noch ganz, ganz lange das Wertvollste, was du hast, nämlich Lebenszeit, an dir vorbeiziehen. Es gibt doch da so das schöne Sprichwort, das fällt mir jetzt noch zum Abschluss ein. Es sind nicht die Jahre im Leben, die zählen, sondern das Leben, das man den Jahren gibt. Oder so ähnlich. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Okay? Wunderschönen Abend noch. Bis ganz bald. Ciao.